Ja, mein Name ist Heike Köttner. Ich arbeite seit 2010 bei Madonna e.V. und jetzt seit diesem Jahr leite ich Madonna. Wir sind eine Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen, die aus so einer Selbsthilfeorganisation entstanden ist. Maya Czajka, die hat sozusagen mit anderen Frauen zusammen die Beratungsstelle. Ich weiß die Jahreszahlen immer nicht ganz, aber 1990, glaube ich, so in dem Dreh ist die gegründet worden, die Beratungsstelle. Ja, und wir kümmern uns eigentlich, also vor allem hier in Bochum zentral, um die Frauen, die hier im Bordell oben arbeiten oder hier in den Wohnungen und Clubs im Bereich, aber über Internet, Telefon und so weiter durchaus auch NRW-weit beziehungsweise teilweise auch deutschlandweit kommen Anfragen von Sexarbeiterinnen oder Angehörigen, andere Beratungsstellen und so weiter. Hauptsächlich kümmern ist natürlich Ziel von Madonna, den Frauen in der Sexarbeit zu helfen, aber vor allem auch gesellschaftlich engagieren wir uns, um die Stellung der Sexarbeiterinnen zu verbessern. Und setzen uns da auch hauptsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter dafür ein, dass jetzt gerade natürlich eine der Hauptpunkte im Moment sind, zum Beispiel das Prostituiertenschutzgesetz. Da sind wir natürlich auch sehr aktiv, immer wieder klar zu machen, wo da Probleme entstehen durch dieses Gesetz und was eigentlich passieren muss, um die Situation zu verbessern. Wir haben auch damals, bevor das überhaupt in Kraft getreten ist, schon versucht, das sozusagen auch aufzuhalten, dass das überhaupt so in Kraft tritt. Leider hat man uns nicht in der Form gehört, wie uns das recht gewesen wäre. Und im Endeffekt sieht man ja jetzt auch, hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass die Auswirkungen des Gesetzes ja sehr negativ auch sind. Also wenn Sie damit meinen, jetzt gerade diese Anmeldung durch das Prostituiertenschutzgesetz, weil davor hatten wir ja sowas gar nicht, dass sie sich in irgendeiner Form registrieren mussten. Das ist ja erst seit dem Postschutz 2017 gekommen. Das sind ja bisher die Zahlen eher mager. Also dass sehr, sehr wenige Frauen sich eigentlich tatsächlich anmelden. Als das Prostituiertenschutzgesetz auch in Kraft getreten ist, war auch so die erste Reaktion. Wir hatten sehr, sehr viele Anrufe von Frauen, die erstmal, sage ich mal, auch gefragt haben, wie sie sich davor drücken können vor dieser Anmeldung, weil die Ängste davor einfach sehr groß waren. Das heißt, die erste Reaktion war dann eben einfach, gibt es eine Art und Weise, wie ich das umgehen kann? Wenn das nicht möglich ist, haben sich viele auch erstmal dazu entschieden, aus der Sexarbeit auszusteigen. Was aber bei den meisten ja leider auch langfristig nicht funktioniert hat, weil viele sind natürlich auf das Einkommen aus der Sexarbeit angewiesen. Das heißt, viele sind erstmal ausgestiegen. Januar 2018 war auch hier das Bochumer Bordell wirklich sehr leer. Da waren kaum noch Frauen. Die sind aber dann in den nächsten Monaten dann schon auch alle wieder zurückgekommen. Ne, von irgendwas muss man schließlich auch leben. Von daher, arbeiten sie jetzt doch wieder, aber angemeldet hat sich halt trotz allem nur ein kleiner Teil. Wobei da auch sehr gerade die migrantischen Sexarbeiterinnen etwas mehr betroffen sind, weil die, sag ich mal, in diesen öffentlichen Bordellen auch eher arbeiten. Also die sind im Bordell tätig, die in den Clubs, in Saunaclubs, dort arbeiten sie hauptsächlich. Deutsche Frauen haben da ein bisschen bessere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Die arbeiten dann in privaten Wohnungen und ähnliches, können sich dadurch auch einmal ein bisschen besser da wissen, was sie machen müssen, damit sie damit durchkommen, sich erstmal nicht angemeldet zu haben. Und dass die Kontrolle des Prostituiertenschutzgesetzes geht ja hauptsächlich erstmal über die Betreiber, indem man gesagt hat, okay, der Betreiber muss eigentlich die Sexarbeiterinnen kontrollieren und darf nur die bei sich beschäftigen, die diesen Ausweis auch haben. Wenn der Betreiber das nicht tut, also eine Frau arbeitet bei ihm, die nicht angemeldet ist, dann kann der seine Erlaubnis verlieren. Das heißt, er muss seinen Laden zumachen. Und damit hat man natürlich versucht, so einen Druck aufzubauen, damit die Betreiber im ersten Schritt schon gar niemanden bei sich arbeiten lassen.
das hat nicht ganz funktioniert, weil dadurch, dass so viele Frauen sich eben nicht angemeldet haben und auch viele aufgehört haben zu arbeiten, hatten die Betreiber anfangs sehr große Schwierigkeiten, überhaupt Frauen zu finden, die bei ihnen gearbeitet haben. Das heißt, ganz viele Zimmer waren leer, was dazu geführt hat, dass ganz viele eben dann doch gedacht, Frauen bei sich haben arbeiten lassen, die keinen Pass hatten. So, ne? Wenn ich niemanden finde, dann mache ich halt doch Sachen, die nicht ganz zulässig sind, in der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Und damit gibt es natürlich auch wieder einen größeren Kreis von Frauen, die sich's leisten konnten, sich nicht anzumelden und trotzdem noch tätig sind. Na, im Moment, was auch mit diesem Prostituierten-Schutzgesetz zusammenhängt, ist die größte Problematik wirklich die Wohnung, also eine Wohnung zu finden. Wir haben ja in vielen Teilen von Deutschland sowieso eine große Wohnungsnot, sodass es schon für Menschen, die sag ich mal, einen anständigen Job haben, darüber auch Nachweis dem Vermieter zeigen können, dass regelmäßig genug Geld reinkommt, damit sie sich die Wohnung auch leisten können. Selbst für diese Menschen ist es schon schwierig, einen Job zu eine Wohnung zu kriegen. Und dann ist es ja auch sehr naheliegend, dass natürlich Frauen, die oft dann gar nicht sagen können, wodurch sie ihren Lebensunterhalt verdienen, oder selbst wenn sie es sagen, Sexarbeit ist nun nicht das, was so vertrauenserweckend wirkt, dann sind eben ein großer Teil Migrantinnen. Das ist auch nicht gerade die Personengruppe, die sehr beliebt sind bei den Vermietern. Von daher ist es unglaublich schwierig, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Und durch das Prostituierten-Schutzgesetz ist es ja so, dass die Frauen nicht mehr in den Bordellen schlafen dürfen. Das war früher total üblich. Das hat sich leider auch noch nicht so ganz rumgesprochen in die Heimatländer, dass es nicht mehr so ist. Ich komme einfach häufig auch ohne Geld, ohne einen Plan hierher, habe dann mit dem, gehe in irgendein Bordell, habe damit natürlich meinen Schlafplatz, habe dort direkt dann den Job, womit ich auch Geld verdiene, habe auch gleich Kolleginnen, die mir ein bisschen erklären, wie alles läuft, dass es so einfach nicht mehr ist, sondern dass man jetzt erstens sich erstmal anmelden muss, je nachdem, wie schnell das funktioniert, bedeutet das, dass ich halt mindestens eine Woche erstmal entweder Geld für ein Hotel haben muss oder jemanden kennen, bei dem ich schlafen kann. Manchmal kann es auch länger dauern. Und in den Bordellen kann man eben nicht mehr schlafen. Einige Betreiber haben dann obere Stockwerke ausgebaut, wenn das die Ordnungsämter zulassen. Also wenn das rein ordnungsrechtlich zulässig ist, dass sie dort sozusagen Schlafzimmer anbieten dürfen. Andere haben Wohnungen angemietet, wo sie an die Frauen vermieten. Aber egal, welche Lösung sich die Betreiber ausgedacht haben, bedeutet immer natürlich zusätzliches Geld, was die Frauen dann nicht für andere Dinge zur Verfügung haben. Und für die meisten ist natürlich im Ersten schon noch einfach ganz möglichst schnell viel Geld zu verdienen, was häufig ja auch in die Heimatländer geschickt wird. Da geht es ja dann häufig um die Kinder oder die Eltern, die mit dem Geld unterstützt werden sollen, was dementsprechend natürlich viel, viel weniger wird, wenn ich jetzt neben der Miete für das Zimmer, in dem ich arbeite, auch noch ein Zimmer bezahlen muss, in dem ich dann schlafe. Also weil wir haben ja schon das Prostituierten-Schutzgesetz, ist ja also in unseren Augen nochmal ein totaler Schritt zurück. Wir hatten das Prostitutionsgesetz, wo es ja nochmal sehr darum ging, auch die Sexarbeiter zu stärken, das etwas mehr in die Richtung eines zumindest normal geregelten Berufes zu kriegen. Das Prostituierten-Schutzgesetz geht wieder sehr in diese Richtung von Kontrolle. Es macht sie wieder eher zu Opfern, weil es ja auch in dem Fall wieder sehr stark darum geht, ja, wo sind denn, wer von ihnen ist denn alles Opfer sozusagen? Und da werden auch alle mit reingezogen, sag ich jetzt mal so. Und das eins der Probleme ist, finde ich, also auch das Prostitutionsgesetz war von den Ansätzen sehr gut. Es ist aber ja nicht so umgesetzt worden, wie es die Grünen ursprünglich gedacht hatten. So war halt auch damals klar, wenn sie es genau so machen, wie sie es eigentlich wollten, wäre es niemals durch den Rat gegangen. Dann hätte es dieses Gesetz nicht gegeben. Also hat man lieber Abstriche gemacht, damit es überhaupt passiert. Und dann nachher wird immer gesagt, na ja, jetzt, das hat nicht das gebracht, was es sollte. Aber weil natürlich auch nicht, es nicht komplett umgesetzt wurde.
Und das Prostituiertenschutzgesetz ist jetzt etwas, was einfach wirklich ziemlich schlecht gemachtes Gesetz. Das ist einfach auch handwerklich. Also jeden, der sich mit Gesetzen auskennt, sage ich mal, der sagt dir, das ist ein total handwerklich schlecht gemachtes Gesetz, wo diejenigen, die das Gesetz ersonnen haben, sich nicht wirklich auch ich sag mal, bis zum Schluss Gedanken gemacht haben. Das wurde einfach viel zu schnell gestrickt und sich um ganz viele Sachen keine Gedanken gemacht. Das sind so Kleinigkeiten. Sag ich mal, nach dem Postschutz müssen Betreiber ihre Daten nach zwei Jahren löschen von den Frauen. Ne, damit so Datenschutz. Dürfen sie natürlich gar nicht, weil nach dem Steuerrecht müssen sie es 10 Jahre lang aufheben. Und es sind mehrere solche ganz kleinen Sachen, wo es einfach, wo man merkt, es ist nicht fertig gedacht. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass es nicht gescheit funktioniert. Tut es einfach nicht. Und jetzt haben wir sehr wieder stark diese Debatte wegen Sexkaufverbot, die sich genau darauf gründet, dass man sagt, na ja, jetzt hat man es ja versucht, es zu regulieren, hat nicht funktioniert. Im Endeffekt, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn man den armen Frauen helfen möchte, als das wieder zu verbieten. Dabei ist von Anfang an, hat man denen, die sich mit dem Thema beschäftigen, also Fachberatungsstellen wie wir, aber auch Sexarbeiterinnen selber oder Betreiber, als es darum ging, dieses Gesetz zu entwerfen, ja auch nicht gehört. Alle Kritik, die da gekommen ist, das ist dieselbe, die jetzt auch immer wieder kommt, wurde einfach überhört. Was immer wieder gefordert wird, der Sexkaufverbot, ist definitiv kein Weg, um die Frauen zu schützen. Selbst wenn ja immer wieder gesagt wird, okay, sie wollen es ja nach dem nordischen Modell, dass eben der Freier bestraft wird und nicht die Sexarbeitenden selber. Aber die sind ja nun mal angewiesen auf die Freier. Und die Erfahrungen, die wir eben aus anderen Ländern haben, zeigen, dass gerade die guten Freier, das sind die ersten, die sich verjagen lassen. Und die Frauen haben dann, weil die Freier ja auch Angst haben, die wollen ja auch nicht erwischt werden. Das heißt, man hat wieder sehr viel weniger Zeit, mit denen überhaupt zu verhandeln, zu schauen, was wollen sie, was wird dafür bezahlt. Das muss dann wieder sehr schnell gehen. Die Frau muss sich sehr viel schneller entscheiden und kommt damit automatisch wieder brenzliche Situationen. Also auch wenn man sagt, man geht da nur auf die Freier, allein die Auswirkungen sorgen dafür, dass es auch für die Frauen wieder gefährlicher wird. Es wird auf jeden Fall dadurch auch schwieriger, mit der Prostitution sein Geld zu verdienen, sodass das aus unserer Sicht auf jeden Fall keinen Schutz für die Frauen darstellt.